Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors Legends. Beim letzten Mal habe ich einen richtigen Hass gegen Santo entwickelt. Ich habe ihn zwar schon auf der Wii U gehasst, und obwohl er hier vereinfacht wurde, ich hasse ihn immer noch. Denn beim letzten Mal bin ich in der Mission wegen ihm irgendwie 15 Mal oder so gestorben. Keine Ahnung, mal gucken, wie oft ich heute sterben werde. Vielleicht sind es nur 5 Mal. Wir schauen mal. Ach ja. So, Link haben wir auf jeden Fall beim letzten Mal gerade so noch retten können. Der war auch schon wieder nahezu am Abkratzen im Prinzip schon. Das kann ich auch verstehen, bei den ganzen Schildmobnen hier. Deswegen werde ich jetzt mal kurz hier aushelfen. Und erstmal sind wir jetzt wieder einigermaßen safe. Ich hoffe jetzt dann auch, dass wir jetzt bald einen weiteren Checkpoint bekommen und der hoffentlich nicht wieder so blöd gesetzt ist, dass ich wieder da gar nichts anderes machen kann oder so. Ach man, ey. So, ach stimmt, es kommt eine Cutscene genau hier. Bam! Sehr schön, Lana. Aber es sind einfach zu viele. Erfülle meinen Wunsch. Hilfe! Yay, unsere Freunde! Ruto, Darunia, Fai! Ja, Fai brauche ich nicht. Und Midna und Agneta! So, jetzt ist es fair. Darf ich jetzt auch wechseln zu anderen Charakteren vielleicht? Das wäre cool. Oder habe ich immer noch nur Lana? Ich habe andere, cool. Ich habe Darunia, Midna und Fai, das ist ja cool. Das ist sogar sehr cool. Ich wechsle zu Midna, weil Midna war ich am liebsten von... Ja, obwohl Darunia ist auch cool. Ich wechsle jetzt auch mal schnell zu Midna. Wo ist denn Midna? Die ist eigentlich auch hier, oder? Ja, genau, okay. Nehmen wir jetzt mal kurz Midna, machen wir jetzt hier mit ihr ein bisschen Action, ein bisschen Zweier-Kombo-Action. Ein bisschen Gegner in der Luft herumwirbel-Action. Ach ja, das ist so toller Midna. Also die Zweier-Kombo von Midna, das ist wirklich eine der besten Attacken im ganzen Spiel. Weil die ist sowohl gegen viele Gegner exzellent, weil sie damit die Gegner halt total viele wirklich treffen kann. Aber auch gegen Einzelne ist die super. Ich meine, ihr könnt sehen, ohne dass ich die Schwachpunktanzeige von denen treffe, was ich jetzt aber schon gleich schaffe. Ja, er ist aber aufgestanden. Aber trotzdem, ohne dass ich die Schwachpunktanzeige von den Schildmobs hier abziehen muss, kann ich denen trotzdem einfach mega viel Schaden machen mit dieser Attacke. Und ich kann sie eben wunderbar in der Luft herumwirbeln. Und viele Gegner kann ich auch damit treffen. Deswegen hier, wie gesagt, die Zweier-Kombo von Midna ist wirklich eine der besten Kombos im ganzen Spiel. Die ist so cool einfach nur. Ist echt heftig. Hä? Was ist denn jetzt los? Okay, irgendwie ist... Warum... Was ist denn jetzt los? Warum kommt die Cutscene nochmal? Wenn ich das Spiel verarbeite, was ist denn jetzt? Okay, wir dürfen... Ja, das überspringe ich jetzt mal. Oder? Warte, das ist aber komisch. Okay, das ist jetzt gerade auch ein Ultra-Bug. Die Cutscene kommt zweimal. Mhm. Ja, okay, ja, jetzt überspringen wir. Ist okay, Spiel, und jetzt? Irgendwie mache ich das ganze Spiel, glaube ich, jetzt kaputt in der Mission. Mission erfolgreich, ja, das weiß ich. Ich weiß nicht, sind wir jetzt in einer Schleife gefangen und die Cutscene kommt immer wieder... Und wir müssen die uns immer wieder angucken, oder was? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gerade sollte. Ich weiß es wirklich nicht. Das war jetzt etwas sehr seltsam. Okay, ja, ich habe keine Ahnung, was das jetzt soll. Aber ich meine, ich hoffe, dass sie jetzt nicht noch ein drittes Mal auch kommt. Das wäre dann sehr komisch. Aber nee, es sieht ganz gut aus, als würde das jetzt das gewesen sein. Na, meinetwegen. Ich habe echt keine Ahnung. Also, sowas habe ich auch noch nicht erlebt, dass eine Cutscene einfach mal zweimal hintereinander kommt in einem Spiel. Weil das Spiel irgendwie denkt, warum kann ich seinen Schwachen gleich nicht treffen? Was zum Teufel? Weil das Spiel irgendwie denkt, dass die Cutscene noch nicht kam oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, etwas komisch. So, was muss ich jetzt eigentlich machen? Ich soll immer noch die Wüstenmittelfestung erobern, aber es ist nur eine Nebenquest, auch wo wir dann eben das Herzteil für Lana bekommen können. Ist halt ein bisschen schade, dass wir nicht zu Link wechseln können, weil der wäre halt... Wo kommen die... Ach, die ganzen Schildmobs hier. Weil Link wäre natürlich eigentlich schon auch ganz wichtig, weil ich halt für ihn auch einen Herzcontainer finden könnte. Und ich dann die Mission noch ein zweites Mal spielen muss, aber... Muss ich ja schon öfter, also ist schon in Ordnung. Und ich spiele dann einfach auf normal oder auf einfach sogar. Also das ist mir dann auch lieber als auf schwer. Weil hier mit Santo, das war halt echt mit Lana überhaupt kein Spaß, leider. Gegen den da immer vorgehen zu müssen. Aber naja, was will ich machen? So, dann komm mal her, mein lieber Schildmob. Den kann ich dich hoffentlich... Irgendwie hat das Spiel auch gerade Ultra-Lags immer. Irgendwie funktioniert das Spiel, glaube ich, nicht mehr so, wie es soll. Hier in der Mission. Vielleicht habe ich einfach zu oft neu gestartet und das Spiel kam damit nicht klar. Ich habe keine Ahnung und deswegen rastet es jetzt hier gerade ein bisschen aus. Ich weiß es doch nicht. Ich habe keine Ahnung. So, ich will den aber trotzdem noch killen, auch wenn die anderen Leute es eigentlich schaffen dürften. Alleine auch gegen den vorzugehen. Aber trotzdem, ich werde auch gleich ein paar Marschbefehle machen, dass die an sinnvolle Orte alle hingehen und nicht alle hier an einem Fleck bleiben. Muss mir gleich überlegen, wie ich genau ich das dann koordiniere mit den allen hier. Weil ich habe jetzt einige Charaktere, die ich auch irgendwo hinschicken kann. Okay. So, ich will auch trotzdem wieder zu Lana wechseln, weil ich will schon, dass sie der Hauptcharakter hier quasi bleibt. Okay. Ich will eigentlich schon jetzt mit Lana gleich dann doch noch zu der einen Festung da eben hingehen. Um da eben noch das Herz halt zu bekommen. Ich will mal ganz gerne, Fai geht mal ins Hauptquartier, würde ich sagen. Ja, und wehe, wenn du hängen bleibst irgendwo, wie zum Beispiel Gennendorf.
Darunia geht mal hier nach oben, würde ich mal sagen, zur Wüstenburg und Midna. Midna kann eigentlich mal hier vielleicht. Ja, Midna sollte vielleicht bei Link bleiben. Ja, obwohl, ich meine, Midna darf auch nicht. Aber doch, die bleiben mal beisammen, würde ich sagen. Du bleibst immer bei Link. Und Link geht einfach irgendwo hin und Lana geht jetzt mal kurz hier weg und wird sich die Mittelwüstenburg da oder wie auch immer die hieß, krallen. Genau, und ja, weil ich mir auch kurz mit die hier schnappen. Da ist jetzt ein Mobler und den lasse ich jetzt mal in Ruhe. Das werden jetzt hoffentlich meine Leute schon selber schaffen. Weil hier ist ja schon der Festungskommandant aufgetaucht und deswegen, ich werde mir da mal die kurz holen. Genau, perfekt. Ich hab jetzt den Kommandanten gar nicht gesehen. Ich habe einfach irgendwo hingeschlagen und ihn schon getötet, aber passt alles. Okay, ich will dich auch noch schnell töten. Gut. So, jetzt sind auch die ganzen Tore hier geöffnet. Genau, sehr schön. Aber ich will eben erstmal, wie gesagt, mir das Herzteil holen. Das ist erstmal mir wichtiger. Und danach will ich dann das machen, was ich auch eigentlich machen soll. Ich glaube nicht, dass jetzt eigentlich von der Mission nicht mehr so viel fehlt. Ich meine, an sich ist es ja so, dass wir halt schon jetzt Girahim und Xanto besiegt haben, könnte man meinen. Aber nee, haben wir eben doch noch. Jetzt sind hier Eroberer. Okay, sind es alle nur. Ne, vier sind es insgesamt. Oh Gott, was sind die alle? Also zwei sind hier und zwei sind noch da unten. Aha, das ist ja schon wieder extrem nervig. Also die zwei, die hier sind, die kann ich natürlich jetzt schon schnell killen. Aber die anderen, da muss ich gucken, ob ich da Lust und Zeit dazu habe, die umzubringen. Ja, wenn drei Moblins vor einem stehen, dann ist es natürlich ganz toll. Oh, ich hasse Schildmoblins als Gegner. Das ist so schlimm. Ja, das ist so schlimm einfach nur, gegen die vorzugehen. Vor allem mit Lana, mit dem Dekustab, wo ich jetzt nicht so gut bin. Ich finde es zwar, wie gesagt, nicht mehr so schlecht wie auf der Wii U, aber wirklich gut finde ich ihn deswegen immer noch nicht, den Dekustab, muss ich sagen. Ich weiß jetzt echt nicht, ob ich die Eroberer hier besiegen soll, weil die halten auch einfach viel zu viel aus, diese verdammten Schildmoblins. Und da habe ich eigentlich auch überhaupt keinen Bock irgendwie, jetzt gegen die zu kämpfen. Ist hier Magie drin? Ja, ein Fünftel aber nur. Keine volle leider. Ja, der Wachsoldat bleibt hier. Jetzt ist auch noch ein Motivator und Magier. Ja, die Mission ist da zum Glück nicht übertrieben oder so. Das ist ja wunderschön. Erstmal Xanto und Girahim. Und währenddessen kratzt ständig Link ab. Dann habe ich jetzt vier Eroberer, einen Magus-Veteran und einen Motivator. Ja, das ist echt eine, ist eigentlich eine chillige Mission, würde ich mal so sagen. Da hat man nicht viel zu tun in der Mission oder so. Nee, auf gar keinen Fall. Die ist wirklich ganz, ganz gut machbar. Ja, ja, genau so ist das. Jo, ich kann jetzt dann aber vielleicht gleich zu Midna wechseln und mit ihr ein bisschen was machen, weil in der Nähe von Midna sind jetzt auch zwei von den Eroberern, die da oben eine Festung mir wieder wegschnappen wollen. Und ich bin auch fast am Sterben mit Lana, ich weiß schon. Aber ist alles in Ordnung, weil sie kriegt sogar, ja, ein Level-Up kriegt sie nicht so mega schnell, nee, aber ich habe auch noch Tränke mit ihr, also ich mache mir da keine Sorgen um sie. Das auf jeden Fall nicht, habe ich gerade, was sind eigentlich meine Items denn? Irgendwie werden gerade meine Items, also mein Pfeil, wurde gerade rechts unten nicht angezeigt. Und das Feenmagie-Ding auch nicht. Irgendwie ist die Mission total verbuggt, habe ich das Gefühl. Ich habe keine Ahnung, das ist so seltsam einfach nur, was hier alles los ist. Aber na gut. So, finde und besiege Girahim. Okay, also wenn wir das jetzt schaffen, und wir haben auch einen Checkpoint bekommen. Wenn wir Girahim und Xanto finden und besiegen, haben wir auch schon gewonnen, die Mission. Dann sind wir fertig. Was natürlich auch nicht schlecht ist, auf jeden Fall. Aber ich will mir jetzt erstmal das Herz holen. Ich werde aber kurz, glaube ich, die Cutscene wieder schnell überspringen, weil die kennen wir ja schon aus dem letzten Part. Okay. So, dann wechsle ich jetzt kurz zu Midna. Und Lana wird mal am besten. Ja, vielleicht war es gar nicht so klug, dass ich Darunia da nach rechts oben geschickt habe. Ich meine, ich wusste schon, dass Xanto und Girahim da oben auftauchen werden. Deswegen habe ich ihn auch dahin geschickt, weil ich halt dachte, ich könnte dann gleich killen. Aber ich wusste nicht, dass noch Milliarden Eroberer und hast du nicht gesehen alles herkommen. Aber ich glaube, dass wenn ich jetzt schnell genug bin, dass dann die Eroberer gar keinen Unterschied machen dürften. Weil die werden zwar dann mein Hauptquartier irgendwie vorrücken, also die Eroberer zwar nicht, vielleicht auch doch, keine Ahnung. Aber halt dann andere Truppen, aber wenn ich schnell genug bin, dann dürfte es eigentlich trotzdem alles klappen. Deswegen werde ich jetzt Lana auch befehlen, dass sie nach rechts oben geht, zu Darunia. Und mit Midna werde ich jetzt noch ganz, ganz kurz zumindest ein paar von den Eroberern fertig machen, die jetzt hier sind. Genau, also die zwei hier werde ich noch schnell fertig machen. Und danach werde ich dann mit Lana und Darunia eben noch Girahim und Xanto besiegen. Und hoffentlich schneller sein, als die Gegner mein Hauptquartier einnehmen können. Es dürfte aber, glaube ich, schon eigentlich passen, weil ich meine, die dürften schon ein bisschen brauchen, bis die. Ach, das ist noch ein normaler Schildmob und sogar auch, was zum Teufel. Die dürften normalerweise schon ein bisschen brauchen, bis sie mein Hauptquartier einfach so einnehmen. Das geht ja nicht von hier auf gleich. Deswegen. Normalerweise dürfen wir da schon. Ich meine, Xanto und Girahim halten zwar sehr viel aus, das ist schon richtig, aber wir dürften eigentlich trotzdem schneller sein. Ja, jetzt rücken die schon mein Hauptquartier vor. Ich werde dann, glaube ich, gleich, wenn ich mit einer das hier gemacht habe, werde ich auch, glaube ich, sie ins Hauptquartier zurückschicken. Weil da ist ja gerade zwar Fei schon, ja, aber mit einer komme ich besser zurecht als mit Fei. Deswegen werde ich dann mit einer auf jeden Fall dann gleich zurück zum Hauptquartier schicken und das ist auch viel sicherer, natürlich. So, und Lana ist auch gerade auf dem Weg, die ist schon fast angekommen in der Wüstenburg da rechts oben. Das ist auch sehr gut, aber ich will jetzt erstmal. Hört, Mann, ich hasse eure scheiß Bauchplatscher-Attacke. Boah, ich bin so aggressiv. Ich nehme das hier immer noch. Ich nehme das jetzt direkt nach dem vorherigen Part auf. Obwohl ich vielleicht eine etwas größere Pause hätte machen sollen dazwischen. Weil ich vielleicht immer noch etwas geladen bin vom letzten Mal. Aber ja, also wie gesagt, Xanto hasse ich einfach nur. Aber habe ich schon immer gehasst. Und auch wenn er hier vereinfacht wurde, ich hasse ihn immer noch. Und Schildmoblins auch. Schildmoblins sind so unendlich nervige Gegner. Das ist echt schlimm einfach nur. So, okay. Und du darfst aber auch sterben. Ich hoffe, der kratzt auch wirklich ab. Ja, jetzt sind nämlich schon Gegner in meinem Hauptquartier drin, die ich jetzt dann gleich mit Fei erst fertig machen muss. Ja, das ist natürlich schon jetzt ein bisschen. Oh nein.
Nein, 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 Skulltula, warum denn? Warum denn? Was sind hier für Gegner? Natürlich sind hier auch Eroberer, toll. Dann muss ich jetzt Midna befehlen, dass sie jetzt hier in die Mitte geht. Und da jetzt dann die Skulltula gleich so. Ich muss erstmal mit Fei natürlich auch den Eroberer ein bisschen kalt machen, aber ich kann mit Fei gegen Einzelgegner nicht kämpfen, weil ist hier irgendwo. Hier sind so viele Krüge. Ist ja irgendwo das, was ich suche? Nein, das suche ich nicht. Das auch nicht. Natürlich nicht. Ich krieg Fanghaken, weißt du? Ich hätte lieber Pfeil gehabt. Ich weiß nicht genau, macht das viel Schaden? Ich glaube also nicht so. Also, es macht schon einigermaßen Schaden, aber ich kann nicht so häufig damit treffen. Leider. Ja, aber zumindest den Schwachen abgezogen. Ist ja auch schon mal was. Also, ich muss aber den Eroberer jetzt hier besiegen, weil der Eroberer im Hauptquartier, das kann nichts Gutes heißen. Deswegen, nee, das will ich. Also, ich weiß gar nicht genau, wodurch sich die Eroberer kennzeichnen. Also, ich meine, das macht natürlich Sinn, dass sie halt Festungen schnell erobern können, ja. Aber ich weiß nicht, wie genau das funktioniert. Vielleicht können die einfach halt, wenn sie einen Gegner oder halt einen von meinen Leuten eben besiegen, vielleicht können sie dann einfach da quasi die Leiste doppelt so schnell herunterbringen, wie es normale Gegner tun könnten normalerweise. Und deswegen heißen die halt Eroberer, weil die sich dadurch auszeichnen, dass sie Festungen besser erobern können als andere normale Gegner. Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht irgendwie so, ich habe keine Ahnung. So, ich mache mal die 5er-Kombo, weil die macht ja auch ziemlich viel Schaden eigentlich. Also die 5er-Kombo von Fei ist schon wirklich auch eine ziemlich gute Attacke, finde ich. Also die 3er und die 5er-Kombo von ihr, die sind ja schon ganz gut. Aber trotzdem mag ich jetzt Fei auch nicht so mega gerne, muss ich zugeben. So, mit Midna werde ich dann jetzt eben gleich, ja, ich sollte wieder zu Bombenmeich wechseln. Mit Midna werde ich jetzt dann eben gleich versuchen, die Skulltula mir noch zu holen. Die dürfte ja noch ein bisschen draußen bleiben, weil die, ja, lol, weil Skulltula, die erste Skulltula zumindest, bleibt ja immer relativ lange draußen. Deswegen, das dürfte schon alles passen, und ich habe noch Zeit, den hier zu killen. Okay, jetzt würde er eh schon sterben. Der andere Eroberer kommt aber auch jetzt langsam her, so ein bisschen, aber das ist noch in Ordnung. So, jetzt Midna. So, jetzt muss ich die Skulltula suchen. In den Felsen da vielleicht? Ja, das sieht sehr gut aus. Das könnte es sein. Ich habe schon gefunden. Wunderbar. Okay. Gut. So. Dann wechsle ich jetzt mal zu Lana. Die ist auch schon angekommen. Wunderbar. Und Midna befehle ich, dass sie wieder zurückgeht ins Hauptquartier, dass wir da zwei Leute haben. Okay. Und dann dürfen wir jetzt, glaube ich, die Mission schon schaffen. Denn ich will aber Darunia nehmen, weil Darunia ist besser. Also zumindest als Lana mit dem Dekusch. Aber auch als Lana mit dem Zauberbuch, würde ich schon aussagen. Und wenn es nur wegen dieser einen Kombo ist. Aber die ist halt ziemlich cool. Aber hier sind auch wieder extrem viele nervige Gegner, leider. Halt Girahim, Zanto und Schildmoblin hier auf einem Haufen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ach ja, das wird jetzt auch ein bisschen dauern, weil die halten ja auch wieder mega viel aus, wie ihr sehen könnt. Ich werde auch, glaube ich, hier gleich kurz gucken, ob hier irgendwo auch ein toller Krug steht mit einem Power-Up. Ich sehe aber keinen einzigen braunen, und die sind nur ein braunen drin, deswegen das können wir da wieder vergessen. Ich habe nur einen gelben gesehen und einen roten oder so, aber auf jeden Fall nichts, was ich suche. Ja, ist ja okay. Ach man, das ist so ein Chaos einfach nur. Also Zanto, Girahim und Schildmoblin auf einem Haufen leer. Also da kann ich auch jetzt völlig vergessen, irgendwie ihre Schwachpunkte ihnen dann abzuziehen, weil die einfach alle über den Haufen stehen. Wenn ich halt von einem den Schwachpunkt abziehen will, dann nervt mich ein anderer. Deswegen, ich versuche jetzt einfach, die hier so zu killen. Und es wurden weitere Schildmoblins beschworen, cool. Aber ich hatte ja auch, ich meine, ich hatte ja keine Chance, den Magus-Veteran zu töten. Ich hatte so viel zu tun. Wieder mal Eroberer, Zanto, Girahim und dann noch den Magus-Veteran oder so. Also das ist ja auch, also die Mission ist echt schon wieder völlig übertrieben. Also der Anfang der Mission war noch, glaube ich, wirklich genauso wie auf der Wii U. Aber ich glaube, das mit den Eroberern dürfte neu sein. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Oder auch mit dem Magus-Veteran, weil Magus-Veteran gab es ja gar nicht auf der Wii U, glaube ich. Ne, ich glaube nicht. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall hier neu. Aber der Anfang ist gleich geblieben. Aber der war halt auf der Wii U auch schon nicht einfach. Und hier natürlich auch nicht, vor allem, weil der Checkpoint halt leider ein bisschen doof gesetzt wurde im letzten Part. Deswegen, ja, was will ich machen? Oh, und die nehmen ja gar keinen Schaden. Das dauert ewig, bis die sterben. Ach man, ey. Also an sich, die Dreier-Kombo von Darunia ist eigentlich schon auch relativ stark. Eigentlich kann schon einiges an Schaden reinhauen bei den Gegnern. Aber hier bei Zanto und Girahim irgendwie nicht. Wo ist denn jetzt Girahim eigentlich hin? Ist der immer noch hier bei mir? Oder ist der aus der Festung? Habe ich den so weit aus der Festung rausgeprügelt? Ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Ja, der Schildmoblin nervt mich auch zu Tode. Wo ist denn Girahim jetzt hin? Wo bist du? Ah, hier. Okay. Keine Ahnung. Ich will mal am besten wieder eine Spezialattacke auf euch alle drei machen. Die macht zwar auch quasi keinen Schaden. Aber ja, was soll ich tun? Das Problem ist auch, dass ich, ja, obwohl, also eigentlich wäre es am besten, wenn ich mit Fei hier nach oben kommen würde, fällt mir gerade auf. Weil Fei vom Lichtelement ist und deswegen den beiden hier ein bisschen mehr Schaden machen dürfte. Aber auch nicht wirklich so viel, weil ich halt dafür mit Fei nicht so gut bin. Also das gleicht sich dann wieder in etwa aus. Aber Feuer ist halt nicht wirklich effektiv gegen, hier gegen Finsternis und Wasser von Lana genauso wenig. Deswegen, ach Mann, ey. Wir machen denen einfach überhaupt keinen Schaden. Das ist so scheiße. Und mein Hauptquartier, da fallen gerade ein paar, aber es wurde auch einer besiegt. Ich muss mal, glaube ich, wieder kurz im Hauptquartier nachgucken. Ja, das ist immer noch eine obere, ist das dein Ernst? Oh Mann, ey, ich habe viel zu tun hier. Was? Warum sind hier eigentlich Milliarden? Ich hasse dieses Spiel. Warum sind hier Milliarden Schildmoblins? Ach Mann, jetzt muss ich erstmal ein bisschen hier bleiben. Ich mache mal, glaube ich, sogar kurz Feenmagie, damit ich alle, zumindest alle... Was? 700 Kills?
Habe ich das richtig gesehen? LOL! Aha, okay, na klar, es waren 700 Gegner in meinem Hauptquartier. Oder so, oder in der Nähe von meinem Hauptquartier. Selbstverständlich. Ja, super. Und die ganzen anderen Chipmunks habe ich sogar auch killen können. Nur der Eroberer hat noch überlebt. Die sind alle tot jetzt, okay. Ja, genau, wunderbar. Sehr schön. Dann dürfte jetzt hier alles erstmal ein bisschen safe sein. So, und eben weil das jetzt so safe ist, ist es da jetzt ein Fehler, wenn ich jetzt Fei hier wegschicke? Ne, ich mache das jetzt mal. Ich werde mal kurz Fei trotzdem herholen. Das wird eh ein bisschen dauern, bis sie hier ist. Ja, zu Würstenburg einfach. Es wird eh ein bisschen dauern, bis sie hier ist, aber trotzdem werde ich das jetzt mal schnell machen. Weil ich vielleicht dann mit ihr doch ein bisschen mehr Schaden machen kann als mit den anderen beiden. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, welches Level Fei hat. Wir können mal ganz kurz gucken, was hat die für ein Level? Auch 30, genauso wie Darunia. Okay, also sie dürfte dann doch schon mehr Schaden machen als Darunia, das schon. Vor allem mit ihrer 5er-Kombo kann sie ja auch wirklich sehr viel Schaden machen. Aha. Jetzt haben wir auch eine hohe Moral und halten noch mehr aus, na toll. Ach man, ey. Oh, die nehmen überhaupt keinen Schaden, hey, das ist echt schlimm. Ich meine, mit einer Schwachpunktanzeige nehmen die auch keinen Schaden. Also, ich meine, auch wenn ich jetzt Girahim hier treffen könnte, was aber eh schwierig ist, weil eben tausende andere Gegner im Weg stehen, das wird trotzdem nicht funktionieren, also nicht gut funktionieren, weil er da auch keinen Schaden nimmt quasi. Das ist echt so schlimm einfach nur. Ich kann es jetzt leider mal testen, jetzt macht er mal einen Angriff. Girahim ist ja immer sehr freundlich mit seiner Schwachpunktanzeige. So, wie viel Schaden macht es? Ja, also, es geht. Es ist sogar ein bisschen mehr, aber hier ist doch übrigens brauner Kuh. Habe ich vorhin gar nicht gesehen, aber ist auf jeden Fall nichts Wichtiges drin. Nichts, was um was bringt. Ich hätte halt Power-Abbogen mich drüber gefreut. Auf jeden Fall nimmt sogar ein bisschen mehr Schaden durch den Schwachpunktanzeigen Abzugsangriff, als ich es erwartet hätte. Aber jetzt wirklich mega viel natürlich auch nicht. Ich sollte übrigens mal langsam vielleicht einen Trank benutzen, dass ich jetzt hier noch nicht ganz, ganz eklig abkratze mit Darunia. Das wäre jetzt sehr blöd. Deswegen, ich benutze mal gleich einen Trank. Der dürfte ja auch einiges aufheilen. So. Und ein roter Krugstein hier auch noch rum, der wahrscheinlich sogar einen voll heilt. Also es ist meistens so, dass in feindlichen Hauptquartieren rote Krüge stehen, die einen voll heilen, oder? Also es kommt mir so vor, als wäre das ziemlich häufig so. Ich kann mal kurz gucken, warte mal, wo waren der nochmal? Hier, ich kann mal kurz nur das Fee, das Fee, hä, wie komme ich jetzt auf Fee? Nein, das Herz herbeiholen und wir haben gesehen, es war tatsächlich ein Herz, das alle Herzen voll hat. Also so ein kleines Herz halt eben normalerweise, ja, ein Herz halt, ein größeres Herz halt normalerweise 5 Herzen, dann so ein großes Herz, das noch so kleinere Herzen um sich herum hat quasi, wie wir es gerade eben sehen konnten, das halt alle Herzen und ein goldenes Herz halt alle Herzen und füllt auch die Spezialangriffsleiste, glaube ich, komplett auf, ne? Ich glaube, so in etwa dürfte es sein. So, in dem Hauptquartier ist jetzt, glaube ich, wirklich alles safe. Da habe ich keine Meldungen mehr bekommen, sagte er. Warum sind da jetzt wieder Gegner drin? Sind da Gegner drin? Ja, ich meine, die haben jetzt eine hohe Moral. Und da ist auch immer noch ein Moblin. Wo kommt jetzt der eigentlich her? Die haben jetzt alle eine hohe Moral. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil die jetzt halt ein bisschen mehr Aushalten und mehr Angriffskraft haben natürlich. Also ich muss jetzt schon auch noch ein bisschen aufpassen hier. Boah, Alter, hey, die Mission ist so übertrieben. Ich freue mich ja schon auf die späteren DLC-Abenteuer-Modi, die dann auch wieder so absolut gestört werden. Aber später, wenn wir dann mehr Skulltulas haben und einen besseren, ja, aufpassen. Und wir werden dann eben auch im Bazaar einen besseren Rang, da hinten sind auch noch so viele Gegner, einen besseren Rang bekommen haben oder wie auch immer sich das nennt. Dann können wir auch den Item-Stärkungsrang benutzen und dann dürfte da schon alles passen, einigermaßen. Ich muss noch, oh, hier sind so viele Gegner, hey. Ich muss noch kurz jetzt hier ein bisschen was erledigen. Ich meine, es sind zwar auch Link und Zelda hier, also 3 Charaktere von mir sind im Hauptquartier, aber trotzdem kriegen die das teilweise halt einfach nicht gebacken. Da kommen doch auch immer wieder welche nach, ne? Ich kann die töten, wie ich will, aber es werden immer wieder neue geladen, seht ihr das? Das ist so lächerlich einfach nur. Es kommt, es hört einfach nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Okay, aber jetzt wechseln wir wieder zu Fei und nehmen jetzt mal kurz sie. Wir machen mal kurz jetzt dann gleich eine 5er-Kombo. Mal schauen, wie viel Schaden die macht. Die macht nämlich schon normalerweise auch ziemlich viel Schaden. Ja, jetzt auch nicht wirklich mega viel, ehrlich gesagt, aber es geht sogar. Ich mache mal kurz eine Spezialattacke auf Girahim. Und schauen mal, wie viel Schaden die jetzt macht. Und bam, die tötet ihn. Okay. Und Level Up sogar sehr schön. Das heißt, wir können jetzt noch 2 weitere Spezialattacken auf Xanto machen. Und dürften jetzt dann die Mission abgeschlossen haben. Wo ich auch wirklich heilfroh drüber bin. Ach man. Ja, okay, ich brauche da noch ein bisschen weiter drauf, muss ich dann noch, aber ist in Ordnung. Und ich kriege auch keine Meldungen mehr vom Hauptquartier, also es ist noch nicht in höchster Gefahr, also passt noch alles, deswegen wir können auf jeden Fall Xanto besiegen, bevor das Hauptquartier fällt oder irgendjemand anderer abkratzt. Also, ja, es passt alles. Und noch eine 5er-Kombo und dann dürfte es wirklich... Ich hab doch gemacht. Habe ich jetzt zu spät gedrückt? Ich glaube schon. So. Nein, das war die, ist die 4er-Kombo. Bin ich jetzt blöd? Fei, ich will die 5er-Kombo. Ja, es passt aber auch. Er ist gestorben, okay. Oh Mann, ey. Diese Mission, das ist ja schlimm gewesen, einfach nur. Ich meine, an sich, so ultra mega schwierig ist die eigentlich gar nicht mal. Es war halt nur leider das Timing vom Checkpoint extrem blöd. Und die Tatsache, dass ich am Anfang der Mission nicht mehr genau wusste, wie sie ablief. Also ich wusste noch, dass eben Girahim und Xanto am Anfang nur als Fake da sind. Und dass man am Ende die wahren Typen besiegen muss. Aber ich hatte nicht mehr in Erinnerung, dass ich die Fakes quasi auch schon besiegen muss. Weil das mussten wir ja auch machen. Ich dachte irgendwie, ich müsste denen auch teilweise nur die Hälfte abziehen und dann würden die schon komplett verschwinden oder sowas. Was aber ja dann nicht der Fall war, wie wir dann am Ende noch gemerkt haben. Oder halt im letzten Part gemerkt haben.
Und es war so eine Kombination daraus, dass ich eben den Anfang der Mission nicht mehr genau im Kopf hatte und dass der Checkpoint blöd gesetzt war und dass mein Ehrgeiz so groß war, dass ich nicht nochmal die Mission komplett neu starten musste, wollte. Und deswegen, ja, war jetzt die Mission ein bisschen länglicher, vielleicht vom Zeitaufwand her, den ich reingesteckt habe. Aber was will man machen? Da steht jetzt zwar nur 22 Minuten, aber ich saß jetzt, ja, 1 Stunde und 40 Minuten ungefähr an der Mission. Ach ja, schön. So. Wir kriegen noch ein paar Waffen. Und zwar auch eine Fehlocarina wieder für Majora's Mask. Für Majora's Mask, nein, für Horror Kids. Mit Majora's Mask. Und mit der Combo 2 Plus, ja, die kommen wir weg. So. Okay, wir kriegen Xanthus Helm, Girahims Umhang, Moblin-Großschild, Schilde sogar, Xanthus magisches Juwel, Girahim Schärpe, Schild-Moblin-Helme und Metallplatten. Und ein neues Bildfragment. Yay. Ich hoffe, dass sich auch der Basar mal wirklich wieder bald erhöht, weil ich habe natürlich auch aus dem Abenteuermodus schon einiges gut für das mitgenommen, aber bisher hat er sich noch kein weiteres Mal erhöht. Ich würde es aber mal ganz gerne sehen, weil ich auch gerne mal den Item-Stärkungsrang jetzt dann schon bald mal haben würde, weil selbst hier im Legendenmodus die Mission schon krass werden. So. Und damit ist die letzte Mission erschienen, nämlich die Bewahrung des Triforce, die wir uns dann beim nächsten Mal genauer angucken werden. Da habe ich auch schon gehört, dass die wohl auch verändert worden sein soll, wohl ein bisschen zumindest, und dass die auch jetzt auch hier ziemlich krass sein sollen. Bin ich auch gespannt. Wir können was finden für Zelda und Impa. Und da ich ja wieder ein Idiot bin, werde ich wahrscheinlich wieder einfach so Zelda nehmen. Ich kann sogar mit ihr eine neue Waffe nehmen, sogar. Das kann ich sogar auch machen, tatsächlich. Das wäre noch dümmer, weil das wird Licht empfohlen und Zelda hat noch eine andere Waffe. Mit dem Taktstock des Windes, der das Blitzelement hat und den habe ich mittlerweile schon. Und den habe ich euch aber noch nicht gezeigt, glaube ich. Oder habe ich den schon mal ge euch gezeigt? Ich glaube nicht, ne? Deswegen den könnte ich dann beim nächsten Mal vielleicht nehmen. Einfach so, dass wir noch weniger Chancen haben zu gewinnen. Ich habe doch keine Ahnung. Aber wir können zumindest noch was anderes machen und uns noch ein bisschen stärken in der Hinsicht, nämlich mit meinen Feen. Wir haben noch ein bisschen Zeit sogar, wenn man so will. Deswegen, ich wollte noch kurz meine Feen bisschen füttern. Das will ich aber gemeinsam mit euch eben machen. Ihr könnt sehen, dass ich eben aus dem Abenteuermodus wieder einiges an hier Futter bekommen habe. Und erstmal will ich natürlich das seltsame Ei des Erlesene meiner Lyra geben, denn die mag ja das sehr gerne und hat sogar 3 Level-Ups bekommen, sehr schön auf einmal. Und die London-Milch, die Erlesene, die Goldene, mag sie auch, deswegen gebe ich ihr die auch gleich mal. So, Level 22. Sie könnte jetzt sogar schon Level 25 erreichen, weil ich habe noch eine London-Milch, aber nur eine köstliche, also eine silberne. Level 24, okay. Und ich habe noch ein Ei, aber es ist nur ein bronzenes. Ein normales, aber es reicht vielleicht für ein Level Up. Ja, sehr schön. Und damit haben wir Level 25 erreicht. Die Feenmagie von Lyra ist stärker geworden. Ich kann unser nächstes Abenteuer kaum erwarten. So, jetzt hat sie hier Aurora bekommen. Ja, hör mal auf zu reden. Ich würde gerne. Okay, jetzt freut sie sich aber die ganze. Jetzt freut sie sich die ganze Zeit. Ja, hör mal auf zu reden. Ich will noch mal kurz mir das durchlesen. Was steht jetzt da? Verbündete innerhalb der Barriere werden geheilt. Genau, das ist eben auch noch ein Zusatzeffekt, den jede Fee dann immer dazu bekommt, abhängig von ihrem Element, beziehungsweise nicht unbedingt vom Element, sondern von dem, was eben hier von diesen Dingern hier am größten ist. Also ist ja so, habe ich ja jetzt schon eben mal in einem vorherigen Part erklärt. Je nachdem, was ich denen zu essen gebe, verstärken sich eben diese ganzen Effekte hier. Also entweder Feuer, Wasser, Blitz, Licht oder Finsternis. Und bei ihr habe ich jetzt halt hauptsächlich Sachen gegeben, die sie auch mag, die also ihr Lichtelement verstärken. Und deswegen hat sie jetzt eben bei Stufe 25 dann den Lichtbonus bekommen, der sich offenbar Aurora nennt, wo eben Verbündete innerhalb der Barriere geheilt werden können. Wenn ich ihr jetzt andere Sachen gegeben hätte, zum Beispiel Dekonüsse würden, glaube ich, das Blitzelement erhöhen, und ich hätte ihr nur Dekonüsse gegeben, dann hätte sie jetzt hier die Blitzfähigkeit hinzubekommen, die nennt sich, glaube ich, Erdbeben, und bewirkt, dass alle Gegner im Umkreis verlangsamt werden oder irgendwie sowas. Also es ist nicht abhängig unbedingt von ihrem Element, sondern davon, was ich denen zu futtern gebe, was sie dann eben für eine Fähigkeit bekommen werden. Okay. Und damit erstmal, Lyra hat alles gegessen, was sie so haben wollte, genau. Dann leider für die Knisti habe ich immer noch nichts Tolles, was sie mag, denn Pilze mag sie nicht und Dekonüsse mag sie nicht und auch hier die Wundererbsen mag sie nicht, aber irgendwann muss sie schon was bekommen. Aber erstmal muss sie weiterhin verhungern. Ich will es wirklich noch so machen, dass ich denen immer nur das gebe, was sie auch wollen. Ich meine, wenn wir mal irgendwann eine weitere Fee bekommen werden, die Pilze mag, dann, ja, es ist ein Checkpoint, weil die kriegt 3 goldene, 4 silberne und 2 bronzene zu fressen und dann ist die gleich instant auf Level 25 oder so, ungefähr wahrscheinlich, deswegen, das ist dann ziemlich cool. Aber erstmal, meiner lieben Zig, gebe ich erstmal Dekonüsse, denn sie mag Dekonüsse sehr gerne. So. Yay, Level 4. Und ja, eine goldene habe ich sogar auch noch, die jetzt dann wahrscheinlich wieder 3 Level erhöht. Ich denke mal, das funktioniert immer so, dass goldene um 3 Level erhöhen, silberne um 2 und bronzene um 1, weil es war jetzt gerade eben immer so und so scheint es auch zu sein. Und eben Wundererbsen und die ganzen Schimmelpilze heben mir auf, bis ich mal eine Fee bekomme, die irgendwas von denen dann eben mag. Ist übrigens sogar auch so, dass ich im Abenteuermodus, übrigens, sollen wir mal kurz in den Abenteuermodus wieder ganz schnell noch schauen, dass ich euch kurz zeigen kann, wie der Fortschritt so ist mittlerweile. Mach ich, glaube ich, auch schnell. Aber beim nächsten Mal kommt dann eben, wie gesagt, die finale Mission aus dem Legendenmodus, also von den Hauptmissionen zumindest, wenn man so will.
Also werden wir beim nächsten Mal auf gar keinen Fall schaffen. Die muss ich auch wieder in zwei Parts aufsplitten, weil ja vor allem danach dann auch noch das Ending und die Credits und so weiter kommen. Vielleicht sogar in drei Parts? Das kann sogar auch sein, dass wir die ersten zwei Parts halt in der Mission selber sind und dann im dritten Part noch der finale Boss kommt. Der wird bestimmt auch ein bisschen dauern. Und dann eben noch Credits und Ending und so weiter mal gucken, je nachdem, wie schnell das dann alles da ablaufen wird. Aber wir gucken mal noch mal ganz kurz in den Abenteuermodus. Denn ich habe da jetzt eben schon auch einiges weiteres an Fortschritt schon hinbekommen. Wie ihr hier sehen könnt, ist wieder einige Missionen habe ich schon abgeschlossen. Hier auf der rechten Seite zum Beispiel jetzt auch das allermeiste schon. Ganz oben natürlich der rote Bereich fehlt noch, weil ich halt da immer noch nicht hinkomme. Da komme ich dann erst hin, wenn ich eben den Legendenmodus, also halt die nächste Mission, dann eben schaffe. Genau. Und genau, was ich auch noch unbedingt euch kurz zeigen wollte. Und zwar in einer Mission irgendwo ganz rechts. Ich hoffe, ich finde die jetzt. Und zwar in. Genau, in der Mission hier. Da können wir sehen, die habe ich schon gespielt. Und das ist auch eine Mission, wo man wieder eine neue Fee bekommen konnte. Und wo ich die Mission gespielt habe, habe ich sogar die Fee auch schon bekommen. Das war eine Wasserfee. Ich habe gerade vergessen, wie die hieß, aber es war auf jeden Fall eine Wasserfee. Die muss ich dann aber wieder leider zurückschicken. Also wieder freilassen quasi. Und ich kann sie jetzt aber wieder einsammeln. Problem ist nämlich, dass ich momentan nur drei verschiedene Feen haben darf und noch nicht mehr. Ich weiß nicht genau, wann sich das erhöht. Ich glaube, wenn ich jetzt den Legendenmodus abschließe oder wenn ich die Abenteuerkarte abschließe oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall irgendwie kann ich das auch erhöhen. Also es ist nicht so, dass ich über das ganze Spiel hinweg nur drei verschiedene Feen mitnehmen darf. Am Ende darf ich wahrscheinlich alle mitnehmen, die es überhaupt gibt, denke ich mal. Auf jeden Fall, diese eine Fee muss ich wieder freilassen. Ich hätte zwar auch die reinnehmen können und dafür dann eine andere Fee aus meinem jetzigen Team schon rausschicken können, aber ich wollte eigentlich erstmal die drei behalten, die ich jetzt gerade habe. Vielleicht wäre es klüger gewesen, dann doch die Wasserfee reinzutun, weil die Wasserfee, vielleicht die Schimmelpilze mag. Das kann sein, das weiß ich nicht genau, keine Ahnung. Aber ich wollte die trotzdem wieder freilassen, weil ich will erstmal bei meinen drei Feen bleiben und erst wenn ich Platz habe für eine neue, dann will ich auch wirklich die nächste holen. Aber es ist nicht so, dass die irgendwann, dass die verloren geht oder so. Wie gesagt, wenn ihr eine Fee freilasst, dann könnt ihr sie in der Mission, wo ihr sie zum ersten Mal bekommen habt, dann auch jederzeit wieder bekommen. Dann ist eben der Haken da weg und ihr könnt sie halt wieder einsammeln. Okay, wollte ich nur kurz sagen. Gut. So Leute, dann würde ich also sagen, war's das für diesen Part von Let's Play Hyrule Warriors Legends. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann hier weitergehen wird im Legendenmodus mit der finalen Mission, die bestimmt auch total einfach sein wird. Vor allem, wenn ich mich wieder dazu entscheide, nicht Link zu nehmen. Ich meine, wenn ich Link mit dem Masterpad nehmen würde, wäre es aber auch zu einfach. Also egal, wie schwierig die dann ist, das wäre trotzdem dann zu einfach, glaube ich. Weil ich meine, Link ist auch schon auf Level 55 und er hat das Masterschwert und er ist sogar empfohlen vom Lichtelement. Das wäre dann zu einfach und das will ich auch nicht. Also an sich wäre es vielleicht am besten, wenn ich selber mit dem Rapier nehme, weil der wenigstens empfohlen wird. Aber ich mag sogar den Taktstock des Windes lieber als den Rapier, deswegen gleicht es das vielleicht wieder aus. Was hat denn eigentlich Zelda für ein Level? Das kann man kurz gucken. 31. Ja, ich kann ja vielleicht mit Zelda beim nächsten Mal noch kurz in den Trainingsraum gehen. Ob ich das gleich. Ja, das mache ich sogar gleich schnell. Das werde ich jetzt noch kurz machen. Weil, dass ich jetzt nochmal eine Stunde an der Mission hocke, da habe ich eigentlich keinen Bock. Deswegen, ich will mal ganz kurz ihr Level ein bisschen erhöhen zumindest. Dass sie zumindest minimale Chancen hat. Moment. Moment, Moment, Moment. So, da. Und zwar. Auf was erhöhe ich es denn? Auf 50 vielleicht? Kostet eine halbe Million. Aber das ist mir, glaube ich, wert. Sie kriegt 102 Angriff, dazu das ist mir wert. Ja, aber wie gesagt, ich habe die letzte Mission gesehen und dass ich jetzt nochmal eine Stunde daran hänge, das muss nicht unbedingt sein. Okay. Es wird zwar trotzdem extrem schwer werden, ich werde trotzdem auch wieder sterben wahrscheinlich. Selbst mit Stufe 50 sehe ich schon kommen. Aber naja, wir schauen einfach mal, würde ich sagen. Ach ja, okay. Dann mache ich noch kurz, bis wir wieder hier sind. Genau, okay. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.